Am Freitagabend wurden in der Gruppe B der Oberliga-Endrunde die ersten Big Points verteilt. An der Wedau kam es zum Top-Duell zwischen den Füchsen Duisburg und den Kassel Huskies, die beide punktgleich und ohne Niederlage an der Tabellenspitze stehen. Die Kassel Huskies wirkten im ersten Drittel vor gut 2000 Zuschauern deutlich wacher und bis in die Haarspitzen motiviert. Nach genau einer Minute vergab Austin Wojcik einen 3-auf-1-Konter mit einem zu harmlosen Torschuss zu leichtfertig. Besser machte es Michi Christ in der vierten Spielminute, nachdem Valenti frei vor EVD-Torhüter Big nach schöner Kombination über Klinge und Pohanka die Führungschance noch vergab, verwertete Christ einen im Torraum zurückspringenden Puck zur frühen 0-1 Husky-Führung. Im weiteren Verlauf drückten die Füchse zwar aufs Tempo, erspielten sich auch ein Übergewicht, die besseren Torchancen aber hatten weiter die Schlittenhunde. Nach gut 8 Minuten fing Kostyrev einen Aufbaupass der Gastgeber ab, scheiterte aber mit einem nicht gut genug platzierten Schuss an Big. In der 14. Spielminute war der junge Duisburger Keeper allerdings dann doch wieder geschlagen. Archi Kostyrev nutzte nach Bohankas Schuss einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 0-2. Ein Spielstand, der bis zur ersten Pause verteidigt werden konnte. Auch im kompletten zweiten Durchgang zeigte sich das Bild aus der Schlussphase des ersten Drittels. Die Füchse mühten sich, prallten aber immer wieder an der glänzend eingestellten Huskies-Defensive ab. Wenn man den Schlittenhunden im Mitteldrittel einen Vorwurf machen konnte, dann den, dass man die eigenen Großchancen nicht nutzte. Pohanka und Klinge nach schönem Solo frei vor Big. Willig nach knackigem Antritt in Unterzahl. Snetzinger in Überzahl, der am Pfosten scheiterte. Und erneut Billig nach Gulda-Hereingabe verpassten teils fahrlässig, teils glücklos das 0-3. So mussten die Huskies kurz vor der zweiten Sirene nochmal zittern, weil sie sich selbst nach unnötigem Haken von Christ und einem Wechselfehler für eine Minute in doppelte Unterzahl brachten. Aber auch in dieser Phase gelang es den Füchsen nicht, Kai Christian zu überwinden, sodass es mit dem 0-2 in den Schlussabschnitt ging. Das Manko der schwachen Chancenverwertung legten die Schlittenhunde dann aber zu Beginn des dritten Drittels ab. Und wie? Zunächst zeigten sie den Gastgebern, wie erfolgreich Powerplay gespielt wird. Nach Pass von Manuel Klinge knallte Sven Valenti den Puck von der blauen Linie mit Gewalt zum 0-3 in die Maschen. Doch damit nicht genug. Nur 22 Sekunden später wurde nachgelegt. Red Snetzinger eroberte den Puck, legte quer für Chris Billig, der hoch das 0-4 markierte. Die Schlittenhunde sorgten also im Nachhinein für einen standesgemäßen Zwischenstand und hatten immer noch nicht genug. Eine gute Minute nach Billigs Treffer war es Manuel Klinge, der in Unterzahl auf und davon zog und trocken das 0-5 markierte. Zwar konnte Orendorz seine Füchse kurz darauf erstmals auf die Anzeigetafel bringen, dies änderte aber nichts mehr am klaren Husky-Sieg. Mit der Schlussirene traf Scott Waston noch zum 2-5 Endstand. Die Huskies haben somit das erste große Spiel dieser Runde mit Furore absolviert und die direkte Konkurrenz aus Duisburg in die Verfolgerrolle gedrängt. Am kommenden Sonntag gilt es, die Spitzenposition zu verteidigen. Dann sind mit den Hannover Scorpions der deutsche Meister des Jahres 2010 zu Gast in der Eissporthalle.